Ihr hört Babuba und der Traumtiger von Johannes Lauterbach, ein Hörbuch des Argon Verlags. Immer wenn du nachts am Himmel eine Sternschnuppe siehst, dann ist das vielleicht Babuba, der mal wieder ein Kind zu einer kleinen Reise abholen will. Babuba sieht fast so aus wie ein großer Bär. Er hat dickes goldenes Fell mit vielen roten Punkten, die im Dunkeln leuchten, und am Bauch hat er so eine Art Beutel. Auch Kängurus haben solche Beutel. Darin tragen sie ihre kleinen Kinder, bis sie groß genug sind, um allein umherzuhüpfen. Und genau so einen Beutel hat auch Babuba, nur halt noch etwas größer. In diesem Beutel ist es kuschelig warm und richtig schön gemütlich. Babuba lebt auf dem Planeten Tumtum, der am Rande unserer Milchstraße um eine große goldene Sonne kreist. Die Bewohner von Tumtum, die Tumtumianer, können alle fliegen. Oder besser gesagt, sie wünschen sich irgendwohin und schwuppdiwupp sind sie auch schon da. Auch Babuba kann natürlich fliegen, und da es ihm auf Tumtum oft zu langweilig ist, wünscht er sich fast jede Nacht zu seinen Freunden auf die Erde. Am Anfang hatte Babuba noch einige Probleme beim Landen. Er krachte oft ziemlich laut auf das Fensterbrett und weckte dadurch alle Menschen im Haus auf. Aber seitdem er ein bisschen früher mit dem Bremsen anfängt, landet er ganz sanft und leise. Und heute ist Babuba bei dir gelandet. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt mit Babuba zu einem weit entfernten Planeten fliegen. Ihr besucht seine Freunde und erlebt miteinander auch das eine oder andere Abenteuer. Stell dir jetzt einfach mal vor, du kletterst in den Beutel von Babuba. Und zwar so, dass nur noch dein Kopf rausguckt. Mit deinen Händen kannst du dich am oberen Rand des Beutels festhalten. Wenn du willst, kannst du auch dein Lieblingsstofftier, eine Kuscheldecke oder ein kleines Kissen mitnehmen. Mach es dir so richtig gemütlich. Jetzt geht eure Reise los. Wie immer, wenn Babuba startet, streckt er seinen linken Arm in die Luft, zählt bis drei und wünscht sich dann aus dem Haus heraus. Wenn du willst, kannst du ja mitzählen. Also, eins, zwei, drei und los! Wow, es hat geklappt! Ihr seid aus dem Haus herausgeflogen und schwebt über den Dächern der Stadt. Du siehst unter dir Häuser, Straßen, Autos und Bäume im Mondschein. Du spürst den Wind in deinen Haaren und du fühlst dich richtig wohl. Wenn du nach oben schaust, siehst du am Himmel viele kleine Sterne und auch den Mond kannst du sehen. Langsam fliegt ihr immer höher. Die Häuser, Straßen und Bäume werden immer kleiner. Ihr fliegt höher und höher, immer höher. Die Erde liegt jetzt unter euch. Du siehst die blauen Ozeane, die weißen Wolken und auch die braunen Kontinente. Irgendwo dort unten lebst du. Ihr seid jetzt im Weltraum. Du fühlst dich leicht und du staunst über die vielen Sterne. Da sind große und kleine, helle und weniger helle Sterne. Manche sind in deiner Nähe, andere sind ganz weit weg. Du schaust zurück und siehst die Erde nur noch als kleinen blauen Punkt. Ihr fliegt weiter und weiter
und du kuschelst dich in den Beutel am Bauch von Babuba ein. Bei Babuba bist du sicher und geborgen. Ihr beide seid ein tolles Team. Du spürst, wie Babuba ein- und ausatmet und dabei leise brummt. Das macht er immer, wenn er sich richtig wohl fühlt. Und auch du kannst deinen Atem spüren. Er kommt und geht. Er strömt ein und aus. Ganz ruhig und gleichmäßig, ganz von allein. Er strömt in deine Nasenlöcher rein und wieder raus. Deine Brust hebt und senkt sich. Auch dein Bauch hebt und senkt sich. Du merkst, wie leicht und schön es ist, auszuatmen und beim Ausatmen alle Luft loszulassen. Sie verschwindet einfach im Weltraum. Du atmest ein und aus. Dein Atem kommt und geht. Du brauchst nichts zu tun. Du fühlst dich einfach wohl. Ihr fliegt weiter, immer weiter durch den Weltraum. Guck mal, sagt Babuba nach einer Weile und zeigt mit seiner rechten Pfote auf viele ganz kleine flimmernde Punkte, die in großer Entfernung vor euch auftauchen. Zuerst kannst du nicht genau erkennen, was das ist, aber ihr fliegt weiter darauf zu und die Punkte werden immer größer. Wenig später kannst du sehen, dass es viele große, fast durchsichtige Seifenblasen sind, die langsam durch den Weltraum schweben. Sie kommen von einem grünen Planeten. Dieser Planet ist das Ziel eurer Reise. Ihr seid schon ganz nah an ihn herangeflogen. Und du erkennst jetzt, dass die Seifenblasen aus einem großen Vulkan herausblubbern. Lido heißt er, erklärt dir Babuba, und dass er ein ganz, ganz freundlicher Vulkan ist, aus dem schon seit vielen Millionen Jahren Seifenblasen herausblubbern. Alle Lebewesen im Weltraum kennen Lido, und wer an ihm vorbeifliegt, der winkt ihm zu. Lido grüßt dann zurück, indem er noch ein paar Seifenblasen mehr rausblubbern lässt. Und das macht er jetzt auch, als Babuba ihm zuwinkt. Babuba fliegt einen großen Bogen um den grünen Planeten und du siehst, dass es dort viele, viele Bäume gibt. Kleine und große. Ein richtiger Dschungel ist das. Bald werdet ihr landen. Babuba gleitet jetzt ganz geschmeidig über die Baumwipfel und du kannst die Geräusche des Dschungels unter dir hören. Das lustige Schreien der Affen, das Grunzen der Wildschweine. Du hörst Papageien und andere Vögel zwitschern und pfeifen. Frösche quaken. Du hörst Elefanten trompeten, Grillen zirpen und noch viele andere Tierstimmen. Dort unten lebt Toni Traumtiger mit seiner Familie, sagt Babuba. Toni ist ein guter Freund von mir. Bei meinem letzten Besuch hier habe ich ihm von dir erzählt und er wollte dich unbedingt kennenlernen und dir seine Welt zeigen. Deshalb sind wir heute hier. Toni ist ungefähr 2 Jahre älter als du und super lieb. Bestimmt wartet er schon auf uns. Langsam schwebt ihr zwischen den hohen Bäumen hinunter. Babuba streckt seine Arme zur Seite hin aus und landet dann sicher auf seinen großen Füßen auf einem schmalen Weg. Da kommt Toni auch schon angesprungen. Er ist ein bisschen größer als du. Sein Fell ist goldbraun mit den typischen dunklen Tigerstreifenmustern.